Teilentladung.TE PRPD oder Face Resolved Partial Discharge Muster. Am Beispiel einer spitze Platteanordnung haben wir jetzt hier in dem Bereich eine hohe Feldstärke und Teilentladung, das heißt Corona. Mal aufgetragen mit der Prüfspannung entsprechend haben wir hier unseren Hochspannungssinus. Wir haben hier unten die Zündspannung, ab der die Teilentladung auftreten, für die negative Polarität und oben für die positive Polarität. Und hier nochmal der Hinweis, diese Zündspannung, der unterliegt einem Polaritätseffekt. Das heißt, unter Umständen sind die nicht identisch. Hier sieht man das jetzt ganz besonders, dass wir genau hier unten in dem Bereich, wo die Prüfspannung diese Zündspannung kreuzt, entsprechende Teilentladung haben. Also genau hier passiert die eigentliche Teilentladung. Eine Periode, 50 Hertz, 20 Millisekunden, na eigentlich wiederholt sich das immer. Deswegen trägt man das bezüglich der Phase ein und nicht auf der Zeitachse und malt nur eine Sinusperiode hin und trägt jetzt die ganzen Ereignisse meistens als Betrag, in dem Fall nach oben und nicht nach unten, wie im oberen Beispiel, ein. Und hier sieht man, die Entladungen sind bei 270 Grad. Das fängt immer wieder von vorne an, immer wieder von vorne an, ganz viele Entladungen. Und letztlich haben wir jetzt hier im Bereich 270 Grad eine Wolke von Teilentladung. Hier Achse nochmal Q, Betrag. PRPD Corona, die TE treten also im Spannungsmaximum auf, naja im Betragsmaximum. Positive Spitze, 270 Grad, Spitze auf Erdspannung, auf Erdpotenzial, Teilentladung bei 90 Grad, das ist der Polaritätseffekt. Anders sieht es beim Hohlraum aus, hier haben wir im Ersatzschaltbild wieder unseren Defekt und eine kleine Defektkapazität eingebracht. Auch hier tragen wir jetzt wieder schön den Sinus auf, das ist die außenanliegende Hochspannung mit der entsprechenden Zündspannung, die hier symmetrisch ist. Und hier liegt die Teilentladungsspannung. Und diese Teilentladungsspannung, das ist eigentlich nur ein Spannungsteiler zur außenanliegenden Spannung. Die Kapazitäten teilen die Spannung. Und deswegen ist die grüne Kurve eigentlich genauso wie die blaue, nur halt ein bisschen kleiner. Gut, und jetzt schaut man einfach, wo kann die Kurve nicht weiter ansteigen, weil sie die Zündspannung kreuzt. Das war hier der Fall, hier nochmal der Fall und dazwischen ändert sich die grüne Kurve quasi parallel verschoben. Nach einem Zusammenbruch springt die Spannung nicht hoch, sondern folgt parallel verschoben der grünen Kurve. An Kapazitäten kann die Spannung nicht springen und deswegen haben wir die Entladung eigentlich zu Zeitpunkten, wo wir nicht damit rechnen, diese Teilentladung, nämlich rund um die Nulldurchgänge. Gucken wir uns das nochmal für eine Phase an, tragen jetzt diese Ereignisse unten ab, also hier haben wir einen Teilentladungsimpuls, da haben wir einen Impuls, da haben wir noch einen Impuls und den vierten Impuls und den machen wir schon wieder vorne hin. Ja, und jetzt gucken wir einfach mal, wenn wir das wieder und wieder und wieder machen, bekommen wir unzählige solcher Punkte und letztlich Entladungswolken im Bereich der Nulldurchgänge. Hier wieder aufgetragen die Ladung Q als Betrag, damit wir nur nach positiv malen müssen. Also Hohlraumpattern, TE in den Nulldurchgängen der Spannung und in dem Fall haben wir kaum bis gar keinen Polaritätseffekt. Zusammenfassung PRPD. Face Resolved Partial Discharge oder auch Fingerprint genannt, weil es charakteristisch ist für einen Fehlertyp, genau wie ein Fingerabdruck charakteristisch ist für einen Menschen. Oder Histogramm genannt, das Ding hat viele Namen, ganz korrekt HQ-Phi-Diagramm, nämlich Häufigkeit, oft farbkodiert in der Darstellung, die Ladung Q auf der Y-Achse und die Phase der Prüfspannung Phi auf der X-Achse. Einzelne TE-Impulse werden der Hochspannungsphase zugeordnet, deswegen phasenaufgelöste Phase-Resolved PD-Diagramme. Es entsteht ein statistisch abgesichertes Diagramm über mehrere Sekunden Messzeit, oft mit mehreren hunderttausend TE-Impulsen. Diese Fingerprints geben Aufschluss über die Art des Fehlers und das ist wichtig zu beurteilen, ob es ein gefährlicher Fehler ist oder nicht. Hier einige Beispielbilder. Eine Corona-Teilentladung, also eine Spitze auf Hochspannungspotenzial, nur in der negativen Halbwelle haben wir hier Entladungen, die auch alle ungefähr gleich groß sind. Im Gegensatz dazu eine typische Gleitanladung, hier sehen wir also in der steigenden Halbwelle größere Entladungen, in der fallenden Halbwelle kleinere Entladungen. Der Unterschied sollte ungefähr 1:3 oder größer sein,
dann haben wir eine Oberflächen- oder Gleitentladung. Ein freies Potential, das bedeutet, irgendein elektrischer Leiter ist nicht angelenkt, nicht kontaktiert mit Hochspannung oder Erde und bewegt sich feldmäßig frei im Raum. Das führt zu so einem Muster für die Teilentladung. Ganz kritisch sind Hohlraumteilentladung, Cavity Partial Discharges oder Void Partial Discharges. Hier sehen wir solche Hasenohren oder auch Fischgräten genannt oder Augenbrauen, also diese bogenförmigen Strukturen, hier in beiden Halbwellen und auch ungefähr gleich groß. So kann man diese vier Typen schon mal gut auseinanderhalten. Woher kommt das, dass die Typen so unterschiedlich sind? Fangen wir mal an im homogenen Feld. Da gibt es gar keine Teilentladung. Es knallt oder es knallt nicht. Hier in Rot der Durchschlagskanal. Es knallt. Bei einer Spitze-Platte-Anordnung haben wir rund um die Spitze eine sehr hohe Feldstärke. Die Luft kann da partiell, also lokal, durchschlagen. Das sind die gelben Entladungen. Und wenn wir die Spannung weiter steigen, dann knallt es auch da in Rot und damit hat es den Durchschlag gegeben. Vor der Durchschlagsspannung, vorm Erreichen der Durchschlagsspannung, haben wir also äußere Teilentladung an so einer Spitze. Oberflächenteilentladung oder Gleitentladung, die gleiten an solchen Isolierstoffoberflächen entlang. Hohlräume starten in dem zum Teil gasgefüllten Hohlraum auch mit kleinen Entladungen. Die können dann weiter wachsen und letztlich zum Cracken, zum Durchbruch des ganzen Isolierkörpers führen. Wie entsteht so ein PRPD? Wir haben also digitalisiert den Spannungsverlauf des einzelnen TE-Impulses, U von T. Die Frage ist, wie kriegen wir den Picocoulomb, also den Ladungswert? Wir machen den Umweg über die Fourier-Transformation, das Fourier-Integral und können so mit dieser FFT die Frage beantworten, wie viel Picocoulomb haben wir eigentlich? Die zweite wichtige Information ist die Phasenlage. Also wann ist das eigentlich passiert in Bezug auf die außen anliegende Hochspannung? Und jetzt können wir diesen Impuls, den wir gerade charakterisiert haben mit ungefähr 5 PC, an dieser Stelle, schätzen wir mal 185 Grad, 190 Grad, können wir den eintragen. Die Frage nach dem Wann haben wir damit beantwortet. Das machen wir jetzt für ein paar Impulse, möglichst viele, möglichst einige Tausend oder einige Hunderttausend. Und schon entsteht aus den einzelnen Punkten ein Muster, was Aufschluss gibt über den Typ des Fehlermechanismus. Neugier, Bildung, Berufung.